Wer den Begriff Ölwechsel bisher nur vom Auto kennt, sollte jetzt dranbleiben. Hi, hier ist der Arthur vom Fahrradgeschäft Fitbikes und heute soll es um das Thema Narbenwartung gehen. Moderne Narbenschaltungen funktionieren mit Öl, das von Zeit zu Zeit auch mal wieder ausgewechselt gehört. So als Richtwert kann man sich ungefähr einmal im Jahr nehmen, aber fragt am besten immer euren Fahrradhändler, der weiß dann Bescheid, je nachdem welche Schaltung ihr habt. In unserem Fall hat unser Kunde eine 8-Gang Nexus Narbenschaltung am Fahrrad und die wollen wir heute mal warten, einen kleinen Ölwechsel durchführen und das Planetengetriebe nochmal schmieren. Bevor wir beginnen, möchte ich euch ganz kurz zeigen, was wir alles dafür brauchen. Zum einen brauchen wir das Öl von Shimano für die Getriebenarbe, das Narbenöl, in dem wir auch das Ölbad durchführen. Zum anderen brauchen wir ein Lagerfett, damit schmieren wir später das Getriebe. Außerdem brauchen wir noch in unserem Fall einen Maulschlüssel in der Größe 15. Außerdem einen Konusschlüssel in der Größe 15 und einen Konusschlüssel in der Größe 17. Damit wir die Kontermutter und die Konusmutter lösen können. Außerdem noch Handschuhe, was immer sehr von Vorteil ist. Jetzt können wir beginnen und bereiten noch ein wenig vor, um es uns leichter zu machen. Zum einen schalten wir hier in die Schaltung auf den ersten Gang, das heißt den leichtesten Gang, den man am Berg benutzen würde. Außerdem machen wir es uns leichter und hängen die Bremse aus, je nachdem welche Bremse man jetzt hat. Entweder eine V-Brake oder in unserem Fall jetzt eine hydraulische Felgenbremse. Sollte man sie aushängen, damit man sich leichter tut, das machen wir jetzt auch. So, die eine Seite ist raus und wir können dann das Hinterrad leichter ausbauen. Jetzt machen wir weiter und hängen den Zug an der Narbenschaltung selber aus. Das ist manchmal ein Gefriemel, das kommt dann immer mit der Zeit, dass man das besser machen kann. Dafür drehen wir hier die Schalteinheit und hängen den Zug ganz geschmeidig raus. So, genau. Jetzt hängt er und ist draußen. Außerdem kann man ihn hier noch an der Halterung aushängen, dazu einfach ein Stück nach vorne ziehen und raushängen. Genau. Jetzt machen wir weiter, nehmen uns den Maulschlüssel, je nachdem welche Größe ihr braucht. Der hier ist ganz praktisch, der hat nochmal eine Ratsche mit integriert und wir schrauben mal auf. Eine Seite. Noch eine Seite. So. Jetzt brauchen wir den nicht mehr. Jetzt können wir auch schon das Laufrad gleich rausnehmen. Meistens ist dann die Kette im Weg, sprich, wenn ich es nach hinten ziehe, spannt es zu sehr. Deswegen kann man die Kette auch nehmen, wenn das Rad gelockert ist und noch in den Ausfallenden hängt, kann man die Kette einfach zur Seite hängen. So tut man sich ein bisschen leichter beim Rausnehmen des Laufrads. Es ist immer ein bisschen ein Gefriemel bei diesen Narbenschaltungen, aber mit ein bisschen Zeit und Geduld klappt es dann auch, so wie jetzt. Genau, jetzt ist also unser hinteres Laufrad draußen. Jetzt können wir uns dran machen, die Narbe zu zerlegen. Dazu nehmen wir erstmal die Muttern ab und legen sie uns natürlich immer fein säuberlich zur Seite. So, das war die eine Seite. Damit wir auch wissen, wo sie lagen oder wo sie angeschraubt waren, damit es beim Einbau leichter geht, tue ich die eine
nach links, die andere nach rechts, je nachdem, wo sie dran waren am Laufrad. So, jetzt machen wir uns daran, die Schalteinheit zu zerlegen. Im Grunde sind die meistens, wenn es um Shimano geht, gleich vom Aufbau her, sei es jetzt Alfine, sei es Nexus. Dann hat man unterschiedliche Teile. Wir beginnen jetzt mit diesem kleinen schwarzen Teil. Um das aufzumachen, dreht man das entgegen des Uhrzeigersinns nach links und kann es, ist ungefähr so eine Viertelumdrehung, und kann es dann rausnehmen. Das nächste Stück ist dann auch schon einfach abnehmbar. Das legen wir uns auch mal zur Seite. So, genau. Jetzt haben wir auch schon den größten Teil auf dieser Seite erledigt. Jetzt geht es darum, dass wir das Getriebe ganz ausbauen können. Das machen wir auf der linken Seite. Beim Fahrrad wird meistens, sei es jetzt Spiel einstellen am Lager oder Schrauben lockern, alles auf der linken Seite erledigt. Genau. Jetzt fangen wir mal an, schauen wir mal. In unserem Fall ist es ganz praktisch, nochmal einen 8er Maulschlüssel zu haben, weil die Achse hier Einkerbungen hat, mit der man gegenhalten kann, wenn man diese Mutter lösen möchte. Genau, wir sind immer noch beim Zerlegen der Narbe. Und jetzt mache ich hier mal auf. Jetzt nur ein wenig gebraucht. Das ist so eine Art Staub- und Schmutzschutzkappe, die hier befestigt ist. So. Jetzt geht es immer noch ein bisschen wackelig. So, das war Nummer 1. Jetzt nehme ich die Schutzkappe ab und lege mir alles fein säuberlich her. So, jetzt geht's weiter. Als nächstes kommt diese Schutzkappe hier, die es abzunehmen gilt. Jetzt nehmen wir uns mal ganz kurz einen Schlitzschraubenzieher zur Hand und lösen hier ganz vorsichtig die Kappe, bis sie fast von selber abspringt. Genau, damit haben wir diese Schutzkappe gelöst. Jetzt ist es schwer zu erkennen, aber hier hat man auch noch mal zwei Schrauben, die wir lösen müssen, um die Narbe ganz ablösen zu können. Jetzt wollen wir beide Schrauben lösen, die Narbe noch halten. Zum einen diese Kontermutter hier, zum anderen die Konusschraube. Wir brauchen zwei 14er Maulschlüssel in unserem Fall und nehmen uns jetzt diese Sache an. So, jetzt ist es locker. Genau, wunderbar. Der Rest geht mit der Hand. So, jetzt ist die Kontermutter gleich runter. Das ist sie. Die legen wir auch zur Seite. Um euch am besten die Reihenfolge zu merken, wie ihr was abgeschraubt habt, könnt ihr am besten so anfangen, dass ihr eine Reihe macht. So mache ich es immer mit den Teilen, die ihr eben zuerst abgeschraubt habt. Den fangt ihr links an und legt dann immer rechts daneben die nächsten Teile hin. Und beim Zusammenbauen müsst ihr einfach nur der Reihenfolge nach vorgehen, bis ihr euch wieder bis zum ersten Teil vorgearbeitet habt. So mache ich es immer und mir hilft es eigentlich ganz, ganz gut. Genau, so, jetzt nehmen wir noch den Konus ab. Ja, wunderbar. Das ist das gute Stück, das für einen guten Lauf sorgt. Das legen wir jetzt auch noch mal daneben. So. Damit wäre es fast
getan und wir können die Narbe rausnehmen. Meistens ist es ein bisschen fester drin und man bekommt sie nicht einfach raus. Deswegen greifen wir zu einem ganz kleinen Trick und holen uns mal einen Hammer. So. Und geben ein paar leichte Stöße auf die Seite, an der wir jetzt eigentlich die ganze Zeit rumgebastelt haben, weil es da rausgehen muss. Also sprich, hier habe ich zuletzt den Konus rausgenommen, jetzt haue ich da leicht gegen die Achse. Genau. Und halte auf der anderen Seite immer das Getriebe, damit es nicht einfach rausfällt und auf den Boden kracht. Genau. Und das wäre es eigentlich schon. Damit ist das Getriebe draußen. So sieht das gute Stück aus. Es sind ziemlich viele Zahnräder, die da drin sind. Wiegt auch einiges. Und das sorgt eigentlich dafür, dass ihr problemlos Berge hochkommt und durch die Stadt fetzen könnt. Genau. Und als nächstes wollen wir das Öl wechseln und dem der Narbe ein kleines Ölbad verpassen. Das machen wir jetzt. Jetzt kriegt unsere Narbe ein kleines Ölbad. Dazu, wie gesagt, das vorhin angesprochene Shimano Narbenöl. Und wir legen es einfach mal rein und lassen es für 90 Sekunden liegen. Unsere 90 Sekunden sind um. Jetzt können wir die Narbe rausnehmen und lassen sie noch, weil sie sehr feucht ist, ein wenig abtropfen. Das restliche Öl soll raus, damit da nicht zu viel drauf ist. Also ruhig nochmal hinlegen und ein bisschen abtropfen lassen. Genau, in der Zwischenzeit können wir schon mal unser vorhin angesprochenes Lagerfett nehmen und das kleine Kugellager, das wir hier sehen, ist auf der Seite, auf der wir vorhin gewerkelt haben, nochmal ein bisschen einfetten, damit es wieder geschmeidig läuft. Genau. Unsere Narbe sollte mittlerweile abgetropft sein. Das heißt, wir können sie jetzt langsam wieder einbauen. Doch zunächst, bevor wir sie einbauen, müssen wir auch die Narbe schmieren. Sprich, dieses Planetengetriebe, was sich drin befindet, können wir auch nochmal mit dem vorher erwähnten Fett einreiben. Genauso dieses, diese Lager, die sich hier befinden. Ihr seht hier 1, 2, 3 Lager. Die schmieren wir alle nochmal mit Fett ein, damit das alles rund läuft. So, dazu nehmt ihr euch am besten ein Kugellagerfett und schmiert hier schön alles ein. Gerne auch in dieses Planetengetriebe hier ein wenig reinschmieren. Es dreht sich dann vermutlich auch schon von selber ein wenig mit. Schön über die Zahnrädchen schmieren. Unser Kollege hinten hat Spaß. So. So, genau. Jetzt sind wir fertig, haben das gute Stück gewartet, jetzt können wir es wieder einbauen. Dazu beginnen wir, indem wir erstmal die Hände sauber machen, sonst wird der ganze Reifen schmutzig. Dann nehmen wir unser Laufrad und setzen an der breiten Öffnung das Getriebe wieder ein. So, gern ein bisschen hin und her wackeln, dann geht es rein, genau, so, wunderbar. Jetzt legen wir es auf die Seite, auf der sich das Zahnrad befindet. Genau, schauen, dass alles schön drin ist.
Und beginnen jetzt eben rückwärts wieder mit dem Einbau der Teile. Wir fangen an mit der Konusmutter. Schrauben diese fest. So, genau, was hatten wir hier? Ein 14er. So. Wäre natürlich super, wenn man es richtig rum aufsetzt. Nicht so wie ich, falsch rum. Also am besten mit der Seite nach oben, auf der man auch den Maulschlüssel festmachen kann. Nur so viel am Rande. Genau. So. Jetzt habe ich es leicht handfest gezogen. Jetzt probiere ich erstmal, ob das Spiel da ist. Ist gar kein Spiel da. Also ich wackel so ein bisschen nach oben und nach unten an den Achsen. Da ist gar kein Spiel da. Ich lasse ein bisschen Spiel drinnen zum Einstellen des Lagerspiels. Und genau, jetzt ist leichtes Spiel da. Jetzt kommt als nächstes die Kontermutter. So. Genau, jetzt geht es daran, das Spiel einzustellen. Jetzt habe ich sowohl die Konusmutter drauf als auch die Kontermutter. Jetzt probiere ich gerade nochmal, wie es sitzt. Das ist alles leicht handfest drauf. Spiel habe ich keines, allerdings ist es ein wenig zu fest. Jetzt lockere ich hier nur so eine Viertelumdrehung oder so. Probiere nochmal. Okay, es ist leichtes Spiel da. Als nächstes mache ich jetzt erstmal ungefähr in meinem Fall so eine Viertelumdrehung an der Konusmutter und jetzt mache ich die Kontermutter fest, beziehungsweise probiere nochmal schnell. Okay, Spiel ist keines da, das ist schon mal gut. Jetzt halte ich die Kontermutter, halte die Konusmutter und ziehe die Kontermutter fest. So. Genau. Und jetzt probiere ich mal. Wie der Lauf ist. Ob ich Spiel habe. Jetzt haben wir das Lagerspiel eingestellt. Oleg hat es für gut befunden, was mir immer sehr am Herzen liegt. Und jetzt können wir weitermachen und die Staubschutzkappen als nächstes befestigen. Wir legen uns das Rad hin. Und nehmen erstmal diese hier und lassen sie am besten nicht fallen, sondern setzen sie direkt auf. Genau, bis es Klack macht. Ich weiß nicht, ob es hörbar war. Als nächstes nehmen wir diese metallische Schutzkappe, setzen sie auf und zuletzt die Mutter, die alles hält. So, schrauben wir schön fest. In dem Fall hatten wir, glaube ich, eine, was hatten wir denn hier, 17er. Genau. Nehmen die 17er, nehmen wieder einen 17er Schlüssel. Dann einen Maulschlüssel zum Gegenhalten der Achse, damit die sich nicht mitdreht. Und machen diese Kontermutter fest. So. Genau. Damit hätten wir alles auf dieser Seite erledigt. Unser Getriebe läuft wieder sauber, ist geschmiert und gewartet worden. Jetzt geht es daran, die Schaltung zu die Schaltelemente wieder dran zu bauen, die wir vorhin abgenommen haben, die kleinen schwarzen. Davor mache ich hier ein wenig sauber, damit der Einbau wieder gut klappt. So. Genau. Shimano hat hier eigentlich was ganz
was ganz Feines gebaut. Und zwar gibt es hier so kleine Markierungen. Wir beginnen mal mit den roten. Da ist unten eine und auf der entgegengesetzten Seite auch nochmal eine. Das gleiche haben wir auch bei den Schalteinheiten. So, genau, also hier haben wir auch nochmal eine rote Markierung, hier auch nochmal eine rote Markierung, da ist auch nochmal eine zweite. Also wenn es irgendwie so da liegen sollte oder so, dreht es einfach, dass das alles in einer Linie liegt, dann kann man das auch ganz leicht wieder einbauen. So, genau. Und jetzt haben wir schon mal das. Könnt ihr ruhig so lassen. Als nächstes kommt der Lockring. Der hat ebenfalls eine Markierung drauf, nämlich diese gelbe. Die gibt es auch hier auf dieser Einheit, die wir zuvor befestigt haben. Und hier ist genau das gleiche Spiel. Ihr setzt sie einfach so an, dass die beiden aneinander stehen und dreht den Ring mit dem Uhrzeigersinn, also wieder zu. Hier ist auch nochmal ein ganz kleiner Pfeil und da steht Lock drauf. Ist eigentlich in der Regel immer bei diesen Schaltungen mit drauf. Genau, dreht es zu und das war's schon. Damit sitzt es wieder fest. Genau, und jetzt können wir uns wieder an den Einbau machen. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt geht es nur noch daran, das Laufrad wieder ins Fahrrad zu bekommen. Vorsicht aufpassen. Hier ist der Antrieb, hier ist das Ritzel. Muss auch auf der rechten Seite sein. Also der Antrieb immer rechts. Genau, jetzt machen wir uns daran, mal alles wieder zusammen zu friemeln. Als erstes nehmen wir die Kette und hängen sie wieder seitlich dran, um es uns ein bisschen einfacher zu machen. Mit einem Montageständer ist es natürlich immer ein wenig einfacher, als wenn man es jetzt daheim macht. Aber in dem Fall haben wir ein E-Bike, da ginge es gar nicht anders. So, jetzt versuche ich hier mit der Kette. Okay, ein bisschen schwieriger. So. Jetzt versuche ich das Rad in die Ausfallenden zu bekommen. Wunderbar, jetzt hat es geklappt. Jetzt lege ich mal die Kette über das Zahnritzel. Hier die Schaltung, die sollte ungefähr parallel zur Kettenstrebe stehen, also zu diesem Rohr. Jetzt gehe ich daran, die Schaltung hier unten schon mal einzuhängen, dass sie schön bündig drinnen sitzt. Als nächstes machen wir uns dran, die Muttern, die Achsmuttern wieder zu befestigen. Dazu habe ich hier meine Achsmuttern von vorhin. Alles schön rechts und links aufgeteilt. Setze ich zuerst das auf, dann schraube ich erstmal die Mutter fest. So. Auf der linken Seite ebenfalls. So, jetzt machen wir uns dran, eine saubere Kettenspannung hinzubekommen, weil ich mich auch immer gefragt habe am Anfang, wie das geht und es nicht wusste. Es ist bei so Nabenschaltungen gar nicht so leicht, das hinzubekommen, weil es zum einen immer verrutschen kann. Da hat mir mein Kollege aber einen ganz guten Trick gezeigt. Wir nehmen uns einen Maulschlüssel, halten hinten das Rad fest und ziehen dran. Und machen schon mal auf der linken Seite handfest. So, jetzt ist es hier auf der rechten Seite noch locker. Die Kettenspannung lässt eher zu wünschen übrig. Jetzt nehmen wir das Rad hier an der Speiche und ziehen es leicht zu uns rüber. So, dadurch verschiebt es sich hier hinten im Ausfallende und die Spannung wird schon mal eine bessere. Genau. Jetzt nehmen wir mal noch mal ein bisschen fester. Genau, wunderbar. Und schrauben das hier fest. Wunderbar. So.
Jetzt überprüfe ich auch nochmal, ob das Rad schön mittig sitzt. Das tut's. Schleift zwar gerade noch, aber das hat hier eher mit dem Spritzschutz zu tun. Also, jetzt machen wir uns dran, wieder die Schaltung einzuhängen. Dazu haben wir hier unsere bekannte Schalteinheit, mit der in die der Schaltzug eingehängt wird. So, jetzt hängen wir wieder den Zug ein. Dazu als erstes diese Schalteinheit, die wir vorhin wieder befestigt haben, nach hinten bewegen und mit der Hand hier irgendwie dagegen halten. Das ist ein bisschen sportlich, aber es geht schon. Dann hängen wir na, das reicht noch nicht ganz. So, ich bewege es ein bisschen weiter hinter, um es mir einfacher zu machen. So, dann hänge ich das hier wieder ein. Lass es langsam kommen und schau, dass der Zug hier richtig liegt. Meistens sind da so kleine Sperren verbaut, so wie hier. Und das muss einfach mittig entlang laufen. Genau, damit hätten wir den Zug wieder fest. Die Narbe geölt, gewartet und wieder gefettet. Als letztes schauen wir uns an, ob auch alles gut hingehauen hat und die Schaltung sauber läuft. Dazu schalten wir am besten in den vierten Gang. Das ist nämlich der Kontrollgang. Wir haben auch schon ein Video dazu gemacht, wie man eine Nabenschaltung einstellt. In unserem Fall sieht man jetzt ganz genau, dass diese zwei Kontrollstriche in einer Linie, also in einer Flucht zueinander stehen. Das heißt, dass bei der Einstellung alles passt und die Gänge sauber funktionieren. Sollte es bei euch nicht der Fall sein, könnt ihr euch gerne unser Video anschauen, wie man eine Nabenschaltung einstellt. Dazu hat der Tobi schon was gemacht. Genau, ansonsten kann ich nur sagen, ciao. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst uns doch ein Like da und abonniert den YouTube-Kanal von uns. Danke.